Hallo Leute, Asian Gaming Dude hier und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Mark of the Ninja. Wir befinden uns gerade in Tabriz in einem Banditenversteck auf der Suche nach drei Gegenständen, die von Dosan abgenommen wurden, als er in Tabriz angekommen ist, von Banditen überfallen worden ist. Nachdem wir die dann geholt haben, wollen wir dann auch noch Dosan befreien, also machen wir uns lieber mal auf, damit er nicht zu lange warten muss. Wir haben im ersten Part schon zwei Schriftrollen gefunden, aber noch keine Mission geschafft. Die möchten wir natürlich auch noch schaffen. So, dann geht's mal weiter. Und zwar tief unter der Wüste. Okay. Wir sind gerade mitten dabei, uns einen Gegenstand zu schnappen. Wir sind scheinbar doch einen richtigen Weg gegangen. Jupp, anscheinend schon. Schauen wir mal, wo wir hier genau entlang gehen dürfen. So, das scheint wieder eine Falle zu sein. Was passiert, wenn ich drauf trete? Riesen fette Spikes kommen aus dem Boden geschossen. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Wir haben, für alle, die den letzten Part nicht angeschaut haben, einen neuen Pfad, den wir hier nutzen, nämlich den Pfad der Stille. Wir haben zwei Ablenkungsgegenstände, aber kein Schwert und haben somit keine Möglichkeit, einen Banditen, eine Wache, was auch immer, zu töten. Wir können aber... Ups, das war dumm. Ich habe es zu spät bemerkt. Wir können aber laufen, wie wir wollen. Unser Laufen hat nämlich oder verursacht kein Geräusch mehr. Das ist sehr schön, aber ich hätte trotzdem lieber die Möglichkeit, jemanden zu töten. Naja, kann man sich nicht aussuchen, ne? So, das war jetzt dumm. Ich werde trotzdem... Ups, nein. So ist nicht die Wache hier. So ist nicht die Wache hier mit einem Pfeil anschießen. Das ist nicht so gut. So, was macht ihr dann? Der wundert sich, die anderen gehen ganz normal weiter und er hört auf sich zu wundern. Okay, sehr schön. Kein Licht wird mir die ganze Sache hier auf jeden Fall einfacher machen. Das ist, glaube ich, so die ninja-hafteste Mission, die wir bis jetzt ausführen mussten, einfach weil wir wirklich uns lautlos hier vorbei bewegen müssen. What the fuck? Woher kriegt man solche Klingen her, solche fetten? Na, egal. Sind wir denn schon in der Nähe? Wir sind ziemlich in der Nähe, so. Hier sind einige Fallen und die machen einiges. Nicht sehr viel Gutes, aber naja. So, hier ist ein Kontrollpunkt. Okay. Warum das denn? The Sumi is usually kept underground in an airtight chamber. A chamber just like this one. Neues Ziel, sammle die Tattoo-Sumi und neues optionales Ziel, hol dir die Sumi, ohne dabei Schaden zu erleiden. Aufgabe wurde aktualisiert, finde Dosans Nadeln, die Sumi und die Schlüssel, 1 von 3. Okay, was war denn das alles für ein Text? So, Upgrade, wie nennt man den Platz hier gerade, ich habe kein Wort dafür, ein Zwischenlager, so heißt das hier. Nach oben müssen wir nicht unbedingt, oder ist da, ups, ach verdammt. Scheiße, gib mir nochmal schnell eine Rauchbombe, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Weitsicht nutzen, um zu schauen, ob da ein Lüftungsschacht ist. Aber nein, scheint keiner zu sein. So. Wir sind in der Nähe vom Sumi. Gut, dann wollen... Oh, wow, was zur Hölle? Was zur Hölle? Seit wann kann man denn Bomben in Vasen oder bei Verstecken hier anbringen? Was zur Hölle? Ich habe mich voll erschreckt. Ich hatte schon Angst, dass bei allen drei Vasen hier eine Bombe angebracht worden ist. Ja, du glaubst, ich bin tot, aber ich bin näher, als du denkst. Schade, dass ich dich nicht töten kann. Ich hätte es gerne getan. Boah, der geht einen echt ekligen Weg. Aber eigentlich sollte er mich nicht entdecken können. So. Ach, er hat das nicht mal gehört. Das ist ja sogar noch besser. Cool. So, das Sumi ist hier irgendwo versteckt. In einem luftdichten Raum. Hat... Dingsbums Frau gesagt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Boah, habe ich ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Oder generell Gedächtnis. Ora, glaube ich, hieß sie. Na, egal. Wo könnte er sein? Ich meine, hier ist eine Kiste, die einen Raum versperrt. Ich nehme mal einfach an, wenn wir die Kiste hochheben, wird sich da unten das Sumi befinden, oder? Ja, sieht so aus. Da ist ein kleines Fläschchen. Sieht aus wie ein Sumi-Fläschchen. So. Die Lampe werden wir hier auch zerstören. Ist mir egal, was du denkst. Mit wie vielen Wachen habe ich es denn hier zu tun? 1, 2, 3 und da drüben ist eine vierte. So. Die Kiste muss ich hier verschieben irgendwie. Ich muss irgendwie hochkommen und diese Apparatur aktivieren, um diese Kiste, diese linke Holzkiste, da wegzuschieben. Komme ich bei dir hoch? Nein. Wenn man so dämlich springt, nicht. So.
Schnell, ich kann laufen. Das will mir immer noch nicht auffallen. Das war nicht der Wind. Wie will ich hier unten einen Wind wehen? Wir sind keine Ahnung, wie viele Meter unterhalb der Erde. Was zur Hölle? So, ich ziehe das mal hoch. Ich hoffe, es bleibt dort. Aber jetzt kommen gleich die Wachen hin und werden wahrscheinlich nach oben schauen. Deswegen, ich verstecke mich mal kurz hier. Nein, es bleibt nicht oben. Es geht wieder nach unten. Und macht ein fettes Geräusch auch noch. Och, nö, och, nö, och, nö. Das kann eklig werden. So, dann aktivieren wir das Ganze noch einmal. Wenn ich schnell bin, kann ich unten hingelangen, ohne dass mich einer bemerkt. Und wenn ich das richtig timen kann, ich hoffe es. So, es muss ganz nach oben, so, schnell. Boah, das war haarscharf. Das war absolut haarscharf, aber wir haben es geschafft. Und wir haben das Zoomie bekommen. So, ich verstecke mich jetzt in dem kleinen Raum hier drinnen. Gut, wir haben das Tattoo Zoomy bekommen und die erste Mission geschafft. Wir haben keinen Schaden erlitten, das ist sehr schön. Geht's dort weiter? Ja, es geht dort weiter. Dann gehen wir am besten gleich rechts entlang. Sobald diese Wachen aufhören, hier mal so dämlich zu patrouillieren. So, es geht weiter. Hier unten, glaube ich, ist nichts. Nein. Hier sind weitere Fallen, das gefällt mir nicht. Was ist das denn für eine Falle? Scheiße. Ich dachte, da unten die Stacheln werden aktiviert oder so, aber ich habe nicht gedacht, dass da auf einmal Nägel auf mich hingeflogen kommen oder was auch immer. Egal, so, das fliegt runter, ist aber egal, das hört eh keiner, glaube ich. Das fliegt ebenfalls runter, ist mir aber auch egal, so, da unten ist nichts, nein, dann gehen wir nach oben. Und da ist eine Wache, ich hasse dich. Schaust du auch in die andere Richtung? Jupp, das tut er, aber auch nur ganz kurz, okay. Wow, das war knapp. Schau bitte in die andere Richtung. Wie konzentriert ich bin. Wie verdammt konzentriert ich bin. Schau bitte in die andere Richtung, du Arschloch. Meine Fresse, jetzt hat er mich kurz bemerkt, oder was? Hallo. Jetzt hat er in die andere Richtung geschaut, obwohl, sieht er mich? Ja, sieht er mich. Scheiße, ich wollte es mal riskiert haben. Egal. Egal, egal, egal. Ist ja nicht so schlimm, aber irgendwie das Zeitfenster, was ich dort habe, ist relativ kurz. Aber kann ich mir mit einer Rauchbombe helfen? Ich könnte. Hey, was? Bin ich blöd? Der hat Infrarotsicht. Ich bin so blöd, so. Töte mich. Ich darf nicht entdeckt werden, sonst kriege ich die maximale Punktzahl nicht. Und das war dumm. Das war einfach nur dumm. Boah, das Level ist richtig schwer. Das Level ist richtig schwer. Man muss teilweise richtig lange warten. So, was mache ich damit? Ah, was? Ich wollte mich doch nur daran hängen. Hier, das wollte ich machen. Mann. Warum versage ich bei dem einen Gegner hier so oft? Das mag ich nicht. So, wie wäre es mit ein bisschen mehr Geduld? Wird das schon nicht so schlecht sein. Das ist halt jetzt auch ziemlich knapp, ne? Selbst wenn er rüberschaut kurz. Das ist relativ knapp, die Geschichte. Vor allem, bis ich das... Boah. Das ging gerade noch so gut. Gerade noch so gut. Und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Okay, sehr schön. Okay, neues Ziel. Hol dir die Schlüssel, um Dosan zu befreien. Neues optionales Ziel. Hol dir die Schlüssel, ohne Gegenstände zu benutzen. Das werde ich nicht nochmal vorlesen, weil es ist derselbe Text wie vorhin, nur mit einer 2 statt einer 1. So. Okay, wir sind beim nächsten Gegenstand angelangt. Nämlich die Schlüssel für Dosans Handschellen. Okay. Aber wie komme ich hier voran? Hier sind auf jeden Fall Sniper, das habe ich schon gesehen. Wo zeigt denn der genau hin? Eher nach unten, nicht auf dem Weg, wo ich gerade hergekommen bin, gerichtet. Das ist gut. Der Sniper dagegen, den mag ich nicht so. Geh runter schnell. Boah, das war so scheiß knapp gerade wieder mal. So. Ich habe einige Wachen aufmerksam gemacht auf eine eventuelle Präsenz hier, aber sei es drum. So. Ups. Ich darf den Gegenstand auch nicht nutzen, okay. Gar keinen Gegenstand. Ich dachte nur, für das Holen der Schlüssel dürfte ich keinen Gegenstand nutzen. Für den Weg dazwischen dürfte ich Gegenstände nutzen, aber scheinbar bin ich limitiert auf meine eigenen Hände und meine eigenen Füße.
Cool, das macht die Sache nicht einfacher. Cool. Ich glaube, das war auch die Stelle, wo ich dann privat am längsten feststeckte. Ich glaube, da bin ich wirklich eine halbe Stunde gesessen, einfach weil keine Gegenstände mit so viel Sicht. Schwer. So, es scheint mich keiner entdeckt zu haben, das ist gut. Aber wie klaue ich dem Typen das am besten? Ohne dass er mich entdeckt. Wie weit nach rechts geht denn der? Das würde ich gerne wissen. Niemals ist Nicht zu weit. weit. Aber er bleibt, oder er verharrt lange in den jeweiligen Positionen. So, zweite Mission geschafft. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, es fehlen nur noch seine Arbeitsutensilien. Gut, wie entkomme ich dem Komplex hier am besten? Was ist hier oben? Hier ist eine Leuchtraketenwaffe und ein Leuchtraketenwache, stimmt schon. Und ein Sniper. Warum sehen die genauso aus wie die Wachen aus dem Hessian-Komplex? Wow, das explodiert. Geh hoch. Warum bin ich nicht hochgekommen? Habe ich die Mission geschafft? Ja, okay. Ciao. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte es wirklich probieren, da rauszukommen und entdeckt zu werden. Ich wollte nicht diesen billigen Weg hier nutzen. Ach Mann, jetzt fühle ich mich schlecht. So, immer noch nichts, will ich sagen. Wir nehmen immer noch das Gleiche. Ich kann den Karton auch nicht wirklich nutzen, weil sich keine Stelle hier gerade anbietet. War ich hier drin schon? Nein, glaube ich nicht. Hier sind zwei Wachen. Und zwei Hunde. Die Stelle gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, wir nutzen hier die Rauchbombe und versuchen so schnell wie möglich da uns voranzutreiben und zu schauen, ob hier irgendwas ist. Wir haben die dritte Schriftrolle. Sehr schön. In the greenhouse, in the beds of dry dirt, the flowers are dead. I check them all and find just one petal. Covered his tracks. A fly chews it. I crush the insect with my fingers and feel childish. Okay. Jetzt haben wir also schon mal einen Fehler von Asai entdeckt. Er hat das Sumi oder die Pflanze, die das Sumi produziert, nicht richtig gepflegt und die Pflanze ist eingegangen. Das bedeutet, unsere größte Waffe ist nicht mehr verfügbar gewesen und scheinbar hat er alles gemacht, damit irgendwie unser Clan doch noch überleben kann. So. Was? Wie hast du mich entdeckt? Ach, verdammt, ich will keinen Alarm auslösen. Verdammt. Der hat mich gerochen. Scheiß Dreck. Mann, wie ich da, wie ich alles bekomme und dabei mich voll durchcheat. Ich habe jetzt schon wieder eigentlich einen Cheat genutzt. Mann, das will ich doch gar nicht. Ich will eigentlich hier ernsthaft die Sachen schaffen. Oh, Mann, das Problem ist halt, ich kriege keine Punkte dafür. Das ist das scheiß Problem. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen, dass ich die Maximalpunktzahl bekomme. Ich habe erst 6.300 und brauche 31.000. What the fuck? Habe ich den Schlüssel? Ach, ich habe den Schlüssel noch gar nicht bekommen. Ach so, ich habe gedacht, den Schlüssel habe ich schon. Ach, verdammt, ja. Gutes Deutsch. Verdammt. Ich habe die Schlüssel noch gar nicht bekommen. Oder? Ich glaube es zumindest. Naja, ich meine, sonst wäre das X nicht da, nehme ich mal an. Ja, das müsste schon richtig sein, meine Annahme. Verdammt. Und ich kann mir auch schon mal in den Kalender schreiben, vor allem in den Kalender, dass die Vase bei der einen Wache explosiv ist. So. Dem muss ich das wieder klauen. Ich glaube, das schaffe ich. Jupp, habe ich geschafft. Gut. Oh Mann, ist der Checkpoint eklig gesetzt. Das heißt, wenn ich hier sterbe, muss ich jedes Mal ganz neu starten. Cool. So, und das Dumme ist, ich muss mir hier auch noch den besten Weg überlegen, um wieder nach oben zu kommen. Der Weg rechts, ich weiß nicht, ob ich den nehmen kann. Der Sniper nimmt mir, glaube ich, da die Möglichkeiten weg, um hochzukommen. Ich bin da, glaube ich, nicht schnell genug, beziehungsweise, oder? Es würde vielleicht gehen. Ich probiere es mal. Ich probiere es einfach mal. Wenn es lange Zeit nicht klappt, kann ich das eh schneiden. Das ist eh kein Problem. Hier komme ich nicht wirklich weiter, habe ich das Gefühl, oder? Naja, kommt drauf an, ob ich da oben an die Kletterhaken rankomme, weil als ich flüchten wollte, ging das nicht. Und hier ebenfalls nicht. Ist da keine Wand, oder was ist da los? Boah, die Stelle ist eklig. Okay, ich komme hoch. Ich komme hoch. Und auch hier komme ich hoch, aber ich glaube, der Sniper sieht mich nicht. Aber hier sind zwei Lichter, die mir auf den Sack gehen. Ihr habt mich bemerkt, das ist scheiße. Das ist relativ scheiße. Boah, wie mache ich das denn?
Würde er mich sehen? Ich hoffe nicht. Okay. Sie haben mich nicht bemerkt. Gut. Diese Passage hier, diese Wand hier links, wird, glaube ich, meine beste Möglichkeit sein. Aber die Sniper scheinen dort sehr aktiv zu sein. Beide Sniper beobachten diese eine Wand dort. Scheinbar haben sie schon des Öfteren Ninjas gehabt, die da versucht haben zu flüchten. Aber ich habe es geschafft. Sehr schön. Und damit kann ich den Weg hier oben nehmen und mich zum letzten Gegenstand begeben, den ich noch holen muss. So, hier ist noch eine eklige Wache. Wir können mal die Box ausprobieren. Ups. Hallo? Das ist so blöd, einfach nur eine Box einfach. Vor allem, dass sich hier keiner denkt, was macht eine Box auf einmal hier in der Wüste? So. Bemerkt er die oder geht er da einfach vorbei? Er geht einfach vorbei. Das ist sehr schön. So, ich bleib mal wieder stehen. Mann, ich finde es einfach immer noch lustig, dass ich hier eine Box bekomme, mit der ich mich hier unbemerkt nach vorne schleichen kann. Das ist echt schön. Aber kriege ich die Box dann wieder, sobald ich sie nicht mehr brauche, oder muss ich dann jedes Mal eine neue Box mir holen? Meine Box scheint relativ eklig zum Transportieren zu sein, aber scheinbar hat er sie relativ schnell gefightet und kann sie wieder verwerten. Sehr schön. Gehe ich denn überhaupt den richtigen Weg? Ja, ich gehe den richtigen Weg. Wir sind beim dritten Areal mit dem dritten Gegenstand und hier ist ein Checkpoint, das heißt, die Schlüssel sind auf jeden Fall schon mal gespeichert. Dankeschön. Ja, noch ein bisschen weiter weg. Neues Ziel, finde Dosans Tätowiernadeln und das neue optionale Siegel, hol dir die Tätowiernadeln ohne, ich konnte nicht so schnell lesen, ohne entdeckt zu werden. Okay, hatte ich eh nicht vor. Hier ist eine Bombe, warum war mir das irgendwie schon klar? Scheiß Dreck, das ging ja mal gut los. Das ging ja schon mal gut los, ich weiß also schon mal, diese Vase schlecht, schlecht. Das Licht würde ich gerne hier zerstören, kann ich aber nicht, warum nicht? Gut, dann eben nicht. Ups. Upsi, das war etwas schlecht. Ich hoffe, keiner leuchtet das Licht hier unten hin. Ich glaube, das kann ich hier zerstören ohne das. Obwohl, nein, 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 nein. Das war dumm. Das war richtig dumm. Aber scheinbar ist die Wache unten noch blöder und bemerkt es nicht, dass ich dort bin. Okay. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht, aber wurde nicht bestraft. Ach, das ist doch eine schöne Lehre fürs Leben, oder? Wenn ihr Fehler macht, ist egal, solange die Leute blöder sind als ihr, merken die es eh nicht. Was ist denn hier unten? Was ist denn hier unten? Ach, hier ist einfach nur ein Gang nach links, wo ich dann mich ebenfalls orientieren könnte, oder was? Was ist hier drin? Ich kann ebenfalls wachen, aber wofür? Für ein Artefakt. Das brauche ich eigentlich schon, aber ich meine, wie locke ich die Wache hier weg? Ach, ist ja jetzt egal. Ich habe ja schon mal in einem Part gesagt, wenn ich das nicht schaffen sollte mit den drei Steinen, mache ich das offscreen. Es ist es einfach nicht wert, hier so viel Zeit zu verschwenden, damit nach den... We should retrieve Dosan's tools before we go much further. Ja, was glaubst du, mache ich denn? Was wollte ich sagen? Genau, es ist es einfach nicht wert, so viel Zeit damit zu verschwenden, die drei Steine zu bekommen. In einem Level, das eh schon sehr viel Zeit beansprucht. So, wehe, hier ist auch noch eine Bombe. Das braucht ihr nicht nochmal zu machen. Hä, kann ich das Licht hier nicht zerstören? Nein, aber das Licht, das ist auch schon mal was. Hä, warum kann ich das Licht hier nicht zerstören? Warum kann ich das Licht dort nicht zerstören? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist jetzt einfach nur eine erhöhte Schwierigkeit, damit ich definitiv ein Licht habe, das mich nerven soll. Das ist nicht so nett von euch. So, ich kriege auf jeden Fall schon mal 200 Punkte fürs Unbemerktsein. Geilo. Bringt mir aber relativ wenig. Die 200 Punkte machen den Braten auch nicht fett. Ich könnte die Kiste wieder benutzen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich werde die Kiste nutzen, glaube ich. So, und vorsichtig nach vorne. Das heißt, nach oben gehen. Okay. Jetzt muss ich das natürlich richtig timen. Dass keiner hinschaut, während ich in der Kiste mich bewege. Ich kann so ein Stück gehen. Jetzt muss ich schon wieder stoppen. Boah, ist das eklig. Aber effizient, würde ich mal sagen. Es bemerkt auf jeden Fall keiner. Ich meine, warum man eine Kiste auf einer Treppe nicht bemerkt, fragt mich nicht. Aber es ist so. Stück gehen und wieder warten. Mann, jetzt muss ich das Spiel hier 3-4 Mal wiederholen, oder was? Obwohl,
Wenn ich schnell bin, könnte ich nach oben springen. Jetzt zum Beispiel. Juhu! Das ging ganz gut. So, was haben wir denn? Was zur Hölle? Wie viele Fallen könnt ihr denn noch platzieren, bitte? Gehen erstmal nach hier hin und schieben mal die Kiste nach oben. Vielleicht... Ach! Fallen aktivieren. Nächste Falle aktivieren und dabei sterben. Geil. Aber zum Glück landen wir wieder hier. Das ist ja schon mal ganz nett. So. Weitere Fallen... Ach, die kommen so schnell. Ich dachte, ich könnte die aktivieren. Falle runter und dann erwischen sie mich nicht. Aber scheinbar geht diese Rechnung nicht ganz auf. Schade. So. Warte mal, mit Weitsicht sehen wir doch sicher, wie sie verbunden sind. Okay, aber ich werde daraus nicht schlauer. Ich schieb's einfach mal eine weitere Ebene nach oben. Geh einfach schnell nach oben. Ich habe schon wieder vergessen, dass das Laufen lautlos ist, oder? Hä? Wie schnell kommen die denn? Ich dachte, ich könnte jetzt einfach hochlaufen, aber nein. Selbst dafür bin ich zu langsam. Was zur Hölle? Ach. Irgendwie bin ich auch richtig behindert gerade, oder? So, langsam, mein Freund. Langsam. Es ist keine Eile hier. Okay, eigentlich schon. Du hast mich gerade etwas gefoltert. Warum bin ich runtergegangen? So. Aktivieren. Hoch. Aktivieren. Runter. Dasselbe Prozedere noch einmal. Und dann runter. Nein, nicht nach unten. Nach oben sollst du sie verschieben. Und dann dasselbe Prozedere noch einmal. So, und wir haben seine Tätowiernadeln gefunden. Sehr schön. Und auch die dritte Mission hätten wir damit geschafft. Wir haben, glaube ich... alles geschafft, was man schaffen kann, oder? Neues Ziel, befreie Dosan. Schauen wir mal. Ja, yep, 3 Missionen, 3 Stimmen. Passt. So, das heißt, wir müssen jetzt noch nach zu Dosan gehen, ohne dabei entdeckt zu werden. Können wir einen Weg über den Dächern nehmen? Ich hoffe doch, dass das geht. Ich glaube, das sollte gehen. Springen, ja, yep, das ging. Kannst du dich da oben festhalten? Nein. Verdammte Kacke. Ich muss also den unteren Weg nehmen, oder? Also hier ist ein Weg eingezeichnet, aber ich glaube, der ist einfach nur zur Vollständigkeit... Also zur Vollständigkeit eingezeichnet. Schade. Aber wenn ich den unteren Weg hier einfach gehe, dann sollte es nicht allzu schwer sein, oder? Ich hoffe es doch. Hier ist... Wow! Nein? Ups, schade. Oh, ich bin noch am Leben. Mann, jedes Mal, wenn eine Bombe explodiert, denke ich, ich bin tot, aber nein. Ich bin noch am Leben und ich habe mit Wachen jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich dachte, ich renne einfach noch so ein Stück und dann bin ich schon bei Dosan. Ne, Pustekuchen. Das dauert noch ein bisschen, hä? So. Was mache ich hier? Wenn da zu mir in der Nähe ist, also bei mir in der Nähe ist, das war kein deutscher Satz vorhin, dann kann ich hier mich einfach rüberhangen. Sehr schön. Wo ist denn Dosan überhaupt? Ach, das ist ja noch ein Stück. Hoch, hier hoch, über den glühenden Sand. So, hier ist eine Wache, das ist nicht gut. Und scheinbar bewegt sie sich nicht, das heißt, der Weg ist schon mal weg. Cool, danke. Boah, wie lange der Part schon wieder geht, das ist ja schlimm. Was mache ich denn hier am besten? Bewegt sich die? Nein, bewegt sich nicht. Also, ich glaube zumindest nicht. Hier ist ein Artefakt. Das holen wir uns auch noch. Jetzt müssen wir wieder den Weg nach oben finden, oder? Sollte aber nicht allzu schwer sein. Na, obwohl... Ich bin gerade in einer ziemlich schlechten Situation. Ups. Gerade in einer ziemlich schlechten Situation, muss ich sagen. Was? Oh, verdammt. Ach, ich hätte nicht nach unten gehen sollen. Ich hätte nicht nach unten gehen sollen. Aber hier oben komme ich halt, oder? Ach doch, ich komme sogar weiter. Danke. Warte, wir machen das langsam. Und sind fast wieder bei Dosan. Diese Bombe aktivieren wir nicht. Okay, wir sind bei Dosan. Dankeschön, das Level ist vorbei. Also ich hoffe es zumindest. Und du bist die ganze Zeit hier geblieben und hast gewartet oder was? Oder warst du einfach so schnell, dass ich dich nicht bemerkt habe? Na egal. Dosan, hier sind all die Sachen, die du wolltest. Flowers have been dead a year. Maybe more. As I knew about it, he must have. You must stop Azai. And that means I must give you the last mark.
Okay. Die Blumen sind also schon seit langem tot. Das haben wir ja von der Schriftrolle bereits erfahren. Und wir haben 3 Peugeot-Sterne. Geil! Damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Aber wie... Was zur Hölle? Wie viele Punkte haben wir denn noch dazu bekommen? Also fürs Level 8600. Ja, die habe ich am Ende gehabt. 11.000 fürs Unentdecktsein. 8.000 für einen Abgelenkt-Bonus. Kein Alarm, kein Feind. Boah, krass. Doch noch geschafft, wie geil. Na, aber was ich vorhin sagen wollte, die Blumen sind schon seit einer geraumen Zeit tot. Das bedeutet, Asai hat uns also diese Tatsache verschwiegen und er wollte, also das nehme ich zumindest mal an, auf andere Arten und Art und Weise den Clan zu Stärke verhelfen. Aber ob er halt nicht der Gier bereits verfressen ist, das wissen wir noch nicht. Wir kriegen jetzt die letzte Markierung, okay, das wird super. Aber was genau die bewirkt, das seht ihr dann im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Hier ist wieder mal ein etwas längerer Part geworden, aber egal. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da, einen Kommentar und dann in den Kommentaren. Würde mich alles sehr freuen und auch sehr freuen würde ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Let's Play Mark of the Ninja. Ciao und habt einen schönen Tag noch.